So. Sind wir wieder? Warte kurz. Hey, Moment mal. Das muss doch jetzt Folge 12 sein. Ach, wir haben. Ich glaube, wir haben bei der 10. Folge gar nicht gespeichert gehabt. Die letzte Folge war schon die 11. Folge. Weil eben, jetzt haben wir die 12. Folge. Ja gut, das erklärt dann einiges. Also, gar nichts. Mann, dieser Raum hat, ist deprimiert. Ist das eigentlich immer noch zu, oder was? Ja, ist immer noch zu. Wir kommen ja also auch nicht mehr raus. Da geht's weiter. Oh. Und es sind vor allem auch schon wieder mehrere, ne? Alles sind, das sind drei? Alter, man kann es doch übertreiben. Komm, vielleicht drei Stück mit einmal hier. Dammit. Kommt noch mehr? Komm jetzt. Beim nächsten Mal gleich viel mit einmal, oder was? Okay. Ja. Hier jetzt auffallen, oder was? Ist doch nicht wahr. So viele Möglichkeiten. Hier ist gar nichts. Da gehen wir aber noch nicht lang. Ich gehe erstmal in die andere Richtung. Da ist Kleber. Da ist eine Kiste. Und sonst ist hier nichts. Okay. Ich suche vergeblich nach so einem langen Stab. Nach so einem Pole. Okay, ich sehe auch nicht weiter. Dann also doch den roten Weg lang gehen. Hier sind zwei Türen, da hinten ist noch mindestens eine Tür. Können also garantiert gleich wieder drei Zombies kommen. Hier Geister. Hast einen Spaß. Wollte ich nicht meinen Harpunier ausrüsten? Achso, hab ich auch ausgerüstet. Nevermind. Eben, können wir die mal probieren. Mal gucken, wie die sich so macht. Kann ich nachladen? Ja. Achso. Ja klar. Da gibt es ja kein Magazin oder sowas. Oh, dann ist eine Menge Stuff. Das bedeutet nichts Gutes. Oha. Oha. Drei Dinger. Was zur Hölle ist hinter der Tür? Vor allem, warum... Okay. Die ist also einfach jedes Mal auf, wenn man zu nah dran ist. Kann man da auch... Kann man die überhaupt töten? Soll man die überhaupt töten? Oder ist sie einfach nur da, um einen zu Tode zu töten? Okay. Das heißt, nur ganz nah rangehen. Nein. Nein. Verdammt. Komm her. Ja. Achso, ich frage schon wieder zu viel. Ja, jetzt definitiv. Wir haben 5 davon, das ist gar nicht mal so schlecht. Ganz ehrlich, weil ihr könnt da bleiben.
Wir müssen definitiv was abladen. Wir haben über 10 Pfund zu viel. Scheiße, die waren dann 30 Pfund allein diese Dinger. Ganz ehrlich, ich meine, wir haben doch hier massig von diesen Stimpacks. Brauchen wir denn die Dinger überhaupt noch? Kann ich die einfach wegwerfen? Also, da haben wir hier auch noch so ein... Ach, so ein Knife Repair Kit, das kann sowieso weg. Das wiegt gar nichts. Die Dinger sind zum Glück komplett vielerlei. Oh, Alter, das Ding ist auch schon mittlerweile echt kaputt. Achso, ab ist zurückgehen kann ich hier gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal zum Anfang der Map. Also so in diesem großen offenen Bereich zumindest. Und leg dann mal die ganzen Health Kits ab. Damit wir sie uns für später wiederholen können. Aber da kommen wir gerade gar nicht hin. Ah, ist das blöd. Nein, jetzt habe ich gerade eine. Warum drücke ich immer die Taste 3? Machen wir es halt so. Mir doch egal. Ist natürlich versperrt. Oh, hier ist eine Menge Türen. Da flackert es. Und da geht es nach links und nach rechts weiter. Na, wenn das mal keine Falle ist. Da liegt irgendwas. Da geht's nach rechts weg. Okay, plus Tabletten. Und da geht's noch weiter. Okay. Schon wieder eine Tür. Und schon wieder geht's nach links und nach rechts weiter. Da ist auch noch eine Tür, aber die ist hell. Die Tür leuchtet. Und zwei dunkle Türen. Ich glaube mal, da geht's weiter. Weil die Tür so hell ist. Okay. Haha. So, wo ist jetzt der Pfeil? Ach da. Okay, also man kann die wirklich wieder aufsammeln. Das ist geil. Das ist mega. Oh. Wie jetzt mal hier lang? Oh, das ist richtig gut. Vor allem, dass man das wieder aufsammeln kann. Hat die Waffe irgendwie sowas? Die haben auch keinen Balken. Die können auch gar nicht kaputt gehen, kann es sein? Ja, cannot be broken. Und die Dinger auch nicht. Ja. Nice. Cool, dann können wir unseren Sledgehammer ein bisschen schonen. Vor allen Dingen haben wir damit endlich mal Fernbeziehung zu den Monstern. I don't know. Gut, werden wir gucken, wie die Waffe so bei ihm ist. Ja, ein Schuss, weggesagt. Also die Waffe ist schon ordentlich stark. Warum er jetzt der Pfeil ist? Hoa. Alter, wie lange braucht ihr, um die Sammeln aufzubauen, wenn du läufst? Meine Fresse. Oh, wir sind in der Falle. Ja, wir sind in der Falle. Da blinkt was. Was? Okay. Junge! Oh Mann! Alter, lauf doch mal, bitte.
Wie lange braucht ihr, um Stamina aufzubauen? Achso, wir brauchen. So. So. Gut, dann haben wir ja schon wieder ordentlich Gewicht gespart. Wo ist er hin? Hä? Ich habe ihn gerade noch gehört. Haben wir ihn gerade getelefragt? Ist das ein Ding? Geht sowas bei Total Chaos? So, hier ist ein Pfeil. Der andere Pfeil ist wo? Oh. Da geht's auch tief runter. Wo ist der andere Pfeil? Warum habe ich nicht rein? Oh. Nice. Aber haben wir den hier etwa über Bord geschossen oder was? Aber dort blinkt nichts. Oh ne, ist da noch ein Pfeil oder was? Oder ist er noch geladen? Ne, ist nicht geladen. Irgendwie haben wir noch ein Pfeil. Das ist doch Scheißendreck. Ja, jetzt habe ich hier noch einen Pfeil übrig. Ja, zwei Pfeile. Gott, gut. Dann schieße ich mal nicht in die Richtung. Scheinbar kann kein Pfeil auch wegfliegen. Der ist schon wieder weg. Die haben doch eine maximale Abnutzung, kann das sein? Ja. Die haben eine maximale Abnutzung. Gut. Dann bringt die Waffe ja doch eher wenig. Das ist deprimierend. Dann aber doch auf der guten alten Art. Ey, wirf keine Steine nach mir. Nein, er wirft schon wieder Steine nach mir. Alter. So. Müssen wir runterspringen oder was? Gut, hier links ist ein Health Kit, das können wir gleich mal mitnehmen. Ich würde mal sagen. Ah. Kann ich da raufspringen? Oh, es geht. Gut, ich bin hier drinnen. Aber, was? Die können mich oben erwischen? Leute, ich bin aber scheiße zusammen hier. Dann, komm noch her. Trifft halt nicht, obwohl er nicht. Muss schon aufbauen.
Geht doch. Ah, ist natürlich von außen öffnen können, ne? Ja, okay, gut. Dann habe ich jetzt genug Raum nach hinten hin, um die Stamina aufzubauen. Komm ruhig her, komm ruhig her, komm ruhig her. Wichser, du. Oh, das ist Treppe nach unten. Ah, ne, ist ja eine Treppe. Cool. So, was haben wir da schon mal? Jetzt müssen wir schon mal wieder einen Weg nach draußen. Das heißt, ich könnte dort jetzt mal meine 5 Dinger hier abladen. Dann tue ich das doch mal und zwar direkt hier. Ihr kommt weg. So. Dann sind wir direkt wieder wesentlich leichterer. Haben wir mehr als 30 Pfund zur freien Verfügung. Und wir müssen noch da unten, schätze ich mal. Auch wenn das aussieht wie so eine Arena, wo wir nicht mehr rauskommen. Vorbei kommen wir hier raus. Ich glaube, wir kommen hier raus. Ne, ist zu tief. Ah doch, wir kommen raus. Okay. Ah, direkt wieder ein neues Medikit. Geil. Aber gut, eins ist in Ordnung. Wobei, wie gesagt, wir mittlerweile so viele Stimpacks haben. Wobei, ich glaube, Stimpacks verursachen ja Blutungen, ne? Ja. Und verursachen viel Hunger. Ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt hier 30 von solchen Dingern esse und davor so eine Tablette hier genommen habe, die Hunger vor 5 Minuten stoppt, kann ich dann dropsen? Also kann ich dann alle 14 Stück mit einmal quasi nehmen? So von der Logik her, so? Wenn du verstehst, was ich meine? Ich würde mal kissen. Oh, okay, den hinteren müssen wir. Wobei, nee, kann rüberspringen. Ah. Und schon sind wir wieder überladen. Oh Mann, das geht so schnell. Ich lasse die Kiste mal hier stehen. Oh. Eine einsame Tür, die runtergeht in einen dunklen, also schwarzen Bereich. Einzelne Tür, whatever. Das kann nur was Gutes sein. Oh Gott. Oh Gott. Höhere Schritte, oder? Doch, ich höre Schritte. Ah. Eine gute alte Spinne. Oh, das ist ein Schalter. Ach, verstehe, dafür das Loch da. Der Schalter muss sich durch die Wand hindurch. Kommt sie vorbei? Ja. So. Ist da noch eine Spinne? Nein! Warum daneben? Geht doch. Diese Hitboxes in Games. Ich sag's euch. Die rauben mir doch den Verstand. Oh, was auch eine Spinne? Das war gerade ganz schön riskant. So, kann ich jetzt da. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wobei ich habe ja 7 Steine, ne? Kann ja einfach. Let's go. Oh, okay, gut. Der erste war bereits ein Treffer. Das, danke dafür. Ein neues Dings. Hä? Common Range, 20% Damage Protection. Das Ding hat auch nur 20? Police Armor sind absorbed, auch Damage almost heavy. Ah, okay. Es schützt also auch gegen Stichwaffen. Also
dass ich nicht mehr so häufig blute. Das ist natürlich praktisch. Sonst ist ja aber nicht sehr viel im Raum. Ach, guck mir. Dynamit! Unser erstes Explosive. Meine Idee, hier sind jetzt schon wieder so viele Türen. Wo gleich wieder irgendwelche Geister rauskommen. Oh! An die Köpfe kann ich mich sogar noch erinnern. Oder auch nicht. Oh! Früher sind diese Köpfe immer hochgegangen. Oh, oh, ach du Scheiße! Oh nein! Okay, wie stark seid ihr? Oh! Ach, ja, okay, also man kann sie besiegen, man darf sie nur nicht an sich rankommen lassen. Was definitiv leichter gesagt ist als getan. Nein, bleib hier! Okay, okay, einer noch da. Ich glaube. Oder waren es fünf? Es waren noch fünf. Oh, he's coming. Ich weiß nicht, wie weit deren Range ist für die Attacke. Bleib hier, komm her. Okay, ich höre keinen mehr. Boah, Alter. Ich habe keine Ahnung, wie stark diese, also wie viel Damage sie machen. Vor allem, weil die diese komische lange Zunge da haben. Wie weit ihre Range ist. Alles geschlossen natürlich, klar. Oh, so verwinkelt schon wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist eine Tür. Okay, da ist eine komische Tür. Die ist... Achso, weil sie so schräg geöffnet ist. Wort, eigentlich ist Wasser. Aber wie viel sind denn da bitte? Gleich zwei. Oh, 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 noch einer. Ach du Scheiße, Mann. Los damit aber auf, oh mein Gott. Okay, wenn die explodieren, machen sie mir scheinbar keinen Schaden. Das ist gut zu wissen. Aber ich stehe draußen lieber einen Schritt zurück. Okay. Die Viecher sind zum Glück relativ handelbar, solange man nicht gleich von 80 umzingelt wird. Da hinten blinkt irgendwas. Gott, das ist ja alles so, so verwinkelt, ey. Oh Mann. Gut, gut, ich probiere erstmal die Türen. Die ist geschlossen. Ey, chill, bro. Mutter. Okay, also wir wissen, alle schwarzen Türen sind... Okay, pass auf, dass es nicht rassistisch klingt. Alle dunkel pigmentierten Türen könnten dazu... Alle Türen, die
Ach, ihr wisst, was ich meine. Twitter wird brennen. Ah. Nee. So ein langer Start wäre mir lieber. Wir lassen da. Unser Dings haben uns ja schon fast. Weil der ist schon echt schon fast weg. Oh fuck, ey. Das ist definitiv nicht gut. Oh Gott, das ist auch schon wieder so ein großer offener Bereich. Das ist doch eine Harpune. Und ein Schlüssel. Und noch was davor. Oh Mann. Was war jetzt? 5? Oh oh, vielleicht 2. Nein! Ach, leck mich doch am Arsch. Du gehst hier raus, sag ich mal. Na fuck. Fuck! Weg, lauf! Sprint doch! Komm doch auf hier. Ernsthaft? Junge, ich war. Warte kurz, warte doch, warte doch mal kurz, mein Herr. Mein Herr, warten Sie kurz. Hilfe. Och nein, ich. Och Mann. Da brauche ich jetzt schon Stamina auf, damit ich angreifen kann und dann sprinte ich aber, womit ich die Stamina wieder abbaue. Ah. Das ist doch scheiß Dreck. Danke. Digga, 2 Leben. Explosives that can be thrown. Was? Man kann die mit leeren Flaschen kombinieren? Mit einem Duct Tape und einer Net. Wow. Splitterbombe, let's go. What the hell? Da hab ich gerade schon Hunger. So. So. Mal ein bisschen Gewicht loswerden hier. Mann, diese Viecher sind so abartig. Vor allem, wenn davon halt immer gleich mehrere kommen. Aber hab ich jetzt hier mal Ruhe? Ah! Nice! Ja, ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt aufheben. Ganz ehrlich. Ich glaube nicht. Andererseits, ich meine, unsere Waffe ist halt schon fast kaputt. Ja, die hat bloß noch so ein paar Schläge. Ach, scheiße, Alter. Ist das blöd. Ich meine, andererseits, wir sollen ja unten zu den Pulsen gehen. Vielleicht sind da noch ein paar gute Waffen. Da ist verschlossen. Da ist auch verschlossen. Oh nein, ich höre Schritte. Ja, ich höre Schritte. Oh shit, ey. Ja gut, gucken wir mal nächste Folge, wo Schritte herkommen. So, das jetzt 12. So, na dann. Bis dann.